Hallo, hört man mich? Okay, also zuerst, mein Name ist Liam, wie gesagt, ich bin Aktivist bei der marxistischen Jugend und ich bin selber in Chile aufgewachsen und bin Chilene. Und ich will mich hier auch mit den Widerstandskämpferinnen in Rojava solidarisieren und ich will auch darstellen, wieso wir zusammen kämpfen müssen. Also zuerst, ich weiß nicht, ob das jeder mitbekommen hat, in Chile gibt es gerade einen Ausnahmezustand und eine Ausgangssperre. Das heißt, dass die Leute abends nicht mal wirklich auf die Straße gehen dürfen, sonst werden sie vom Militär kontrolliert. Und es gibt auch viele Leute, die schon bis jetzt gestorben sind. Also der Punkt ist, es gibt hunderte Verletzte, unter denen viele Kinder und Rentner sind. Es wurden auch mehrere Leute, also vor allem Frauen, dazu gezwungen, in Polizeikasernen sich auszuziehen. Sie wurden teilweise auch vergewaltigt und es wurden auch andere Mittel der Diktatur benutzt. Es gibt eine unbekannte Zahl an Entführungen und es wurde entdeckt von Menschenrechtskommission, dass eine U-Bahn-Station, die heißt Baquedano, als Ort benutzt wurde, um Menschen zu foltern. Aber die Frage ist natürlich, wie ist es dazu gekommen, dass es einen Ausnahmezustand gibt? Und die Reaktion der Bevölkerung war vor allem von Schülerinnen und Schülern, die halt in die U-Bahn gegangen sind und die das Geld nicht bezahlt haben, weil die Preise gesteigert sind. Und der Hintergrund ist, dass sie sagen, no son 30 pesos, son 30 años. Das heißt, es sind nicht 30 pesos, es sind 30 Jahre. Und damit meinen sie die 30 Jahre, die nach der Militärdiktatur gekommen sind. Was hat die Militärdiktatur eingeführt? Sie hat ein ökonomisches Modell eingeführt. Das ist Neoliberalismus halt. Was sind die Folgen davon? Heute besitzen 4 Familien in Chile 20% des Bruttoinlandsprodukts, während mehr als die Hälfte der Bevölkerung weniger als 500 Euro im Monat verdienen, obwohl sie 45 Stunden in der Woche arbeiten. Das Rentensystem. 50% der Rentner erhalten weniger als 200 Euro. Und die Tendenz ist noch schlechter. Diejenigen, die jetzt anfangen, Rente zu kriegen, verdienen um die 60 Euro im Monat. Wie soll man damit leben? Wie soll das funktionieren? Das ist doch nicht möglich. Das Gesundheitssystem, in Chile ist es Pflicht, dass man sich privat Krankenversorgung anschafft. Und 80% der Bevölkerung hat es nicht. Und es gibt Wartelisten, wo Leute über Jahre draufstehen und die dann sterben, weil sie keine Operation kriegen. So kann es nicht weitergehen. So kann es wirklich nicht weitergehen. Und das ist jetzt der nächste Punkt. Was haben die Kämpfe eigentlich miteinander zu tun? Ne? Und ich denke, was wir dabei sehen müssen, ist, dass in Chile die Verfassung wurde von den USA diktiert. Und es ist das gleiche Land und der gleiche Staat, der heute in Rojava ihr wahres Gesicht gezeigt hat, indem sie verlassen haben und den Einmarsch von Erdogan ermöglicht haben. Also wir haben nicht unterschiedliche Feinde. Also unser Feind ist der Imperialismus und wir müssen ihn auch benennen. Der zweite Punkt ist, dass wir auch in Chile den Aufstand so sehen müssen, dass es so viele unterdrückte Völker auch innerhalb Lateinamerikas gibt. Die indigenen Völker, wir können nicht frei leben, solange Leute in unseren Ländern unterdrückt werden. Deswegen müssen wir diese Kämpfe zusammenbinden, so wie sie in Stockholm es bereits gemacht haben, wo Hunderte von Kurdinnen und Kurden und Chilenen und Chilenen gemeinsam gelaufen sind. Nationales Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Noch ein Punkt will ich zuletzt noch sagen. Wir müssen sehen, was für Mittel wir haben, um zu kämpfen. Und Chile ist gerade ein Paradebeispiel dafür, was unsere Mittel eigentlich sind. 90% der Häfen wurden in den letzten Tagen stillgelegt und haben dadurch die Handelswege wieder des Imperialismus gebrochen. Und auch das größte Kupferbergwerk, das heißt Escondida, wurde auch bestreikt.
Und deswegen müssen wir erkennen, dass internationale Solidarität mit den Mitteln der Arbeiterinnenklasse zu tun hat. Und deswegen müssen wir die Forderung ganz genau sagen. Raus mit dem Imperialismus aus Rojava und ganz Westasien. Schluss mit dem Angriffskrieg der türkischen Armee. Raus mit dem Imperialismus in Lateinamerika. Vorwärts mit dem Generalstreik bis zum Sieg über die Regierung. Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität! Hoch die internationale Solidarität!